Nein, komm, Spaß beiseite. Wir gucken uns derweil mal noch ein bisschen das Auktionshaus an und geben mal dieses komische, diese Götterstatue da ab. Hier. Nachschub, wie heißt du noch gleich? Komm hier. Na, wo bist du denn? Da, der Götze, falscher Götze. Oh, da ist es ja schon. Mit Shift 1 können wir da jetzt beitreten. So, jetzt wird auf die Annahme der anderen Spieler gewartet. Alle haben angenommen und da sind wir schon. Von wegen 15 Minuten, so ein Quatsch. Spiel. So, schauen wir mal. Ich guck schon wieder. Naja, ich guck mich gerne selbst an. So, Teilnehmer noch nicht vollständig. Das ist Stufe 19. Ah, okay, man wird im Level also angepasst. Jetzt muss ich mal ganz kurz eben hier einmal das Teil, was ich gerade nicht benutze, hier mein wunderschönes Headset, einmal eben beiseite legen. Und ich sollte es vielleicht auch mal kurz ausmachen, sonst ist die Batterie gleich leer. Jei, wie interessant, die leere Batterien. Ui, super spannend, super spannend. Ist der nackt? Ja, wir können uns ja die anderen hier mal eben angucken. Ich kann leider nicht reinscrollen. Aber das konnte man noch mal irgendwie, oder? Hier. Mit B ging das. Aha. Der ist wirklich nackt. Ernsthaft. Da spielt einer einen Halbling. Haha. Selber schuld. Hahaha. Jetzt kommt mein Handy gerade. Ups. Oh, jetzt geht's gleich los. Oh, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los. Ja, es geht los. Kämpft! Mir fehlt gerade so ein bisschen die epische Musik irgendwie. Was muss man denn hier machen? Überhaupt? Eine Einführung wäre derweil ganz cool, aber es scheint nach Platten erobern auszusehen. Tut sich da was? Ich weiß es nicht. Okay. Also es scheint wirklich einfach Platten erobern zu sein. Ganz simpel von der Sache her, wie es scheint. Und gleich haben wir unseren ersten Kill. Und da ist er. Also muss nicht unbedingt sein, dass der auf meine Kappe geht. Aber auf jeden Fall haben wir da jemanden gerade erledigt. Oh, jetzt wurde ich gestunt. Jetzt kriege ich gerade ganz schön Damage rein. Na, kriegen wir den einen noch? Machen wir mal eben ein bisschen was auf Fernkampf. Scheiße, jetzt habe ich mich hinter den Falschen gelegt. Und jetzt werde ich mich mal schnell wiederbeleben. Aber wir haben doch ganz gut gekämpft gerade, oder? Okay, aber trotz alledem scheinen wir gerade zu verlieren. Also, wenn man so die Balken betrachtet, ich glaube, wir waren Team Blau, das habe ich gerade so richtig gesehen. Und die Kämpfe scheinen hier an dieser Mittelplattform stattzufinden, die jetzt gerade echt hart von den Gegnern dominiert wird. Und wir killen da mal mit. Und versuchen uns jetzt mal hier ein bisschen ranzupirschen. So, da haben wir ihn gekillt. Und er hat uns jetzt gesilenced oder gestunt, whatever. Na, gestunt wohl eher nicht. So, da haben wir den nächsten. Und da gehen wir mal wieder ran. Jetzt fragen wir aber ganz schön rum gerade. Ich werde mal schnell einen Healpot nehmen, wenn das denn geht. Nee, geht nicht. Okay. So, jawohl, da haben wir den nächsten. Ah, scheiße, gerade auf Cooldown. Okay, aber trotz alledem haben wir da wieder einen. Aber der ist jetzt auf unserer Seite. Das ist gar nicht gut, glaube ich. Das heißt, da pirsche ich mich mal jetzt eben ein bisschen ran. Und unterstütze mal. Hier beim Damage machen. Damit er bloß diese Platte nicht bekommt. Aber das scheint ein Healer zu sein. Der heilt sich auf jeden Fall. Und rennt immer viel hin und her. Aber den kriegen wir wohl. Wir sind immerhin zwei.
Und ich kann flashen. Da kann er sich heilen, wie er will. Früher oder später kriegen wir ihn. Aber er kann die Leute wegkicken. Das ist ziemlich mies. Und er hat ja zwei von uns hier gerade gut beschäftigt. Und da kommen... Ah, scheiße, da kommen noch mehr. So, den nehmen wir aber noch mit. Verdammte Scheiße. Nein! Ach, wie ärgerlich. Jetzt nehmen die natürlich den Punkt ein. Und das heißt, wir verlieren jetzt hier gerade. Aber ich habe auch so das Gefühl, die anderen machen gar nicht so viel. Zumindest sehe ich davon immer recht wenig. So, und jetzt einmal mit rein da. Und einmal die umnieten, die alte. Ey, ich bin noch kein Tank. Oha, was kommt denn da jetzt? Eieieiei. Jetzt kriege ich aber auf den Sack. Uiuiui. Schnell wiederbeleben, 5 Sekunden haben wir noch. Alter, der hat aber einen Damage gefahren. Meine Fresse. Ja, wir kriegen jetzt hier gerade ordentlich auf die Schnauze. Sehr schade. Aber ich muss sagen, es macht gewaltig Spaß irgendwie. So, schnell wieder ran. Ah, schade umsonst. Was? Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Killtechnisch vielleicht. Ah, dieses... Jetzt haben wir uns, glaube ich, gerade gegenseitig gestunt hier. So, jetzt müsste ich da eigentlich mal weggehen. Was auch ganz gut zu klappen scheint. Scheiße. Oder auch nicht. Wo sind denn die anderen immer? Ich habe immer das Gefühl, ich renne da immer alleine rein. So, jetzt lückt mir schon wieder die Nase. Ach, das ist aber spannend. Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Und jetzt sehen wir auch mal ein paar andere Spiele, vor allen Dingen mal live in Action. In Bunt und Farbe. Jetzt hätte ich nur gerne irgendwie einmal so eine Auswertung oder irgendwie sowas, wer wie viel gekillt hat und warum eigentlich. So, und ich glaube, das hier sind genau die falschen, die man anvisieren sollte. Ja, wobei, der kriegt eigentlich ganz okay Schaden rein, aber ich bin schon wieder alleine hier und das finde ich gar nicht gut. Na, ja, da können wir nicht viel reißen. Zu zweit kriegen wir da einfach einen Zudal auf den Sack. Jetzt wäre Stealth natürlich super, aber geht eben gerade nicht, weil wir in Fight sind. Und wo sind denn meine Jungs eigentlich? Warum defft denn hier niemand mit? Ah, scheiße, wieder down. Der eigene Punkt wird nicht wirklich beschützt, das ist hier ein bisschen das Problem. Und wir verlieren gerade ganz krass. Also wenn man sich die Punkte da mal anguckt, Team Rot bei 517 Punkten, wir bei 275 in etwa. Und jetzt nehmen wir natürlich unseren Punkt auch noch mit ein. Nicht gut, gar nicht gut. Und da können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht viel reißen. Ich kann höchstens versuchen, nochmal da ranzugehen und wenigstens einen von den beiden umzubringen. Aber ich kriege einfach zu krass auf den Sack. Da werde ich auch gerade noch weggeblockt. Der eine ist unsichtbar gerade. Glaube ich zumindest. Zumindest sehe ich ihn nicht mehr. War der wirklich unsichtbar? Wie kann er denn unsichtbar werden? Ah, keine Chance. Gut, ich gebe es dann mal auf, da jetzt bei denen mitzukämpfen. Und werde mich einfach mal zu den anderen Leuten verziehen, die jetzt... Ah, wobei, jetzt geben die gerade den Punkt auf. Das ist natürlich die Chance, den jetzt eben wieder einzunehmen. Soll das eigentlich heißen? Also irgendwie fehlt mir gerade so ein Dingens, Bummens, also auswertungstechnisch. Ja toll, du portest dich durch die Gegend und bist nackt. Großartig. So, den kann er eigentlich mal einnehmen. Und ich gehe mal versuchen, oder ich versuche mal die anderen zu unterstützen dabei. Ah ja, nicht gut. Oh Gott, da sind viele. Da alleine reinspringen bringt es halt überhaupt nicht eigentlich. Also ich bin auch nicht alleine. Und da war einer ziemlich low. Vielleicht kriege ich den da rausgedaggert. Ja, bekomme ich sogar.
So, wir versuchen mal ein bisschen tricky zu spielen. Ah, klappt das? Jetzt bin ich gerade so ruhig. Sorry dafür. Oh, oh, oh. Scheiße. Nein! Habe ich den Schurken da nicht mehr rausbekommen, leider. Ist halt auch ganz schön schwierig, wenn die alle auf einen Punkt wuseln, da dann den richtigen rauszugrabben. So, hier versuche ich mal schnell Damage mitzumachen. Kriegen wir ihn noch gerettet? So, den haben wir. Na komm, dich kriege ich. So, und jetzt gehen wir nochmal hier rein und hauen hier mal diese Ulti-Fähigkeit raus. Wenn man sie so nennen mag, ich weiß es nicht. Und eigentlich müssen wir den Heiler hier unter Druck setzen, das ist der hier. Weil der ist natürlich gefährlich. Ich glaube, so einen haben wir gar nicht dabei. Aber natürlich kleben hier gerade eine ganze Menge andere an uns und so ein bisschen das Gefühl, die sind mehr. Ah, scheiße. Gut getimed, die Welle von ihr. Oder ihm, wie auch immer. Mist. Ah, ärgerlich. Sehr knapp, sehr knapp. Ja, aber wir verlieren hier gerade haushoch. Aua, Mist. So, holen wir uns mal den. Huch, nein, falsche Fähigkeit. So eine schöne Sache. So, den haben wir. Ist das der Tank? Der hat ein Schild, das könnte ein Tank sein. Dann gehen wir lieber auf den Schurken. So. Oh, jetzt kriege ich aber auch schon wieder gewaltig auf den Schädel. Versuche mich da jetzt mal kurz rauszuprügeln. Ja, scheiße. Also das macht schon ganz schön viel Spaß, muss ich sagen. Und jetzt werde ich sterben, weil ich da wieder reingesprungen bin. Naja, ist eben so. Uiuiui, fuck. Stand ich noch in dem AE-Effekt, der da irgendwie gerade war. Ja, aber wir prügeln sehr, sehr lange auf die ein und die eher nicht auf uns. Das ist ein bisschen schade. Ich würde auch gerne aber das gegnerische Team einfach mal sehen. Oder ich versuche mal, mich dran vorbeizusneaken. Geht das? Kriegen wir das so hin? Das haben die... Wenn die da jetzt gerade kämpfen... Könnte ich ja einfach mal versuchen, dass ich hier mal so klammheimlich dran vorbeirenne. Das scheint sogar zu klappen irgendwie. Und vielleicht kann ich den Punkt hier einfach eben erobern. Moment, Moment. Das könnte gehen, das könnte gehen. Stehen wir zwar langweilig hier rum. Aber vielleicht wird das noch was. Wie lange dauert das denn, bis wir den einnehmen? So, jetzt haben die natürlich alle große Augen. Ich versuche den jetzt so lange ich kann zu halten. Weil jetzt haben wir natürlich gerade mal die Oberhand. Und wenn die den da unten jetzt noch einnehmen können, das wäre natürlich unglaublich geil. Aber wahrscheinlich wird das vom Zeittechnischen her einfach nicht mehr gehen, dass wir überhaupt noch gewinnen können. Jetzt kommt der natürlich zu uns, was total Quatsch ist, weil ich hier alleine rumstehe. Aber es ist gerade echt ruhig. Fragt sich nur warum. Ne, also auch hier an dem Mittelpunkt scheint nicht mehr so viel zu sein. Also die kämpfen da zwar schon noch ein bisschen, aber nicht viel.
Und den kriegen wir wohl umgebolzt, denke ich, oder? So. Ja, du bist toll. Na, das kriegt er wohl. Na. So. Okay, das sieht gerade wieder ganz gut aus eigentlich. So, Heiler sind natürlich auch richtig scheiße. Die heilen sich ja natürlich stark gegen. Aber ich versuche es einfach mal. So, eigentlich möchte ich das gerade nicht aufgeben. Ah, scheiße, da haben sie den anderen Punkt erobert. Scheiße, er hat mich gesehen. Mist. Ja, war aber eine schöne Sache. Also hat uns gerade nochmal eben ein paar ordentlichen Punktevorsprung gegeben. Ah, leider hat es dementsprechend nicht so geklappt. Und hören die anderen Leute mich? Ich sehe da gerade ein Mikrofonsymbol. Ich hoffe nicht. Selbst wenn, guten Tag, aber ich höre sie eben auch nicht. So, killen wir nochmal eben ein paar. So, weg mit dir. Hier sind natürlich unglaublich viele von denen. Und dieser Heiler, wir haben überhaupt keinen Heiler dabei, glaube ich. Ja, der reißt bei denen natürlich ganz schön was raus, muss man sagen. Selbst wenn er bloß hier mit vielen einen Punkten heilt, das ist schon eine Menge. Irgendwann. Ja, und jetzt bin ich wieder tot. Schade. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber immerhin war ich der Beste aus meinem Team. Mit vier, nein, mit 9 Tötungen, 10 Toten und 14 Assists. War ja okay. Wir haben 4 gegen 4 gespielt, sehe ich gerade. Nicht 5 gegen 5, wie es am Anfang drin stand. Ja, sie haben verloren. Aber das war eigentlich gar nicht so schlecht. So, und man kriegt ja auch EP für und Ruhmespunkte, die man bestimmt irgendwann für PvP-Equip ausgeben kann, denke ich mir zumindest. Das fand ich aber ziemlich cool. Das kann man ruhig immer mal wieder mit einschmeißen. Oh, Arena verlassen. Finde ich einfach eine schöne Sache, um einfach mal so ein Spiel ein bisschen aufzupeppen. So, und ich weiß, 13 Stufenaufstieg, aber ich war doch schon 13, oder? Na gut, aber ich fand es echt spaßig. Und ich habe irgendeinen neuen Gegenstand auch nebenbei erhalten, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Habe ich nicht irgendwelche Schuhe bekommen oder habe ich mich da sogar getäuscht? Ne, hier. Oder? Ich weiß es nicht. Jetzt hätte ich eigentlich Bock auf noch eine Runde. Naja, aber mache ich jetzt mal nicht. Wir sind bisher noch nicht so richtig weitergekommen, sondern haben eher unsere Zeit vertrödelt, möchte ich mal behaupten. Wohin gehen wir dann eigentlich? Achso, wir bringen jetzt mal die beschädigte Götze weg. Hier, du willst also Götzen haben. Du bist ein bisschen hässlich. Uah. So. Okay. Klingt doch ganz cool. Also, aber was mir gerade so einfiel. Ich habe jetzt zwar nicht lange aufgenommen, also irgendwie, naja, 2 Folgen oder so, was weiß ich. Aber vielleicht beende ich das Ganze hier an dieser Stelle erst einmal. Moment. Puh. Musste ich mal loswerden. Vielleicht beende ich das Ganze hier an dieser Stelle mal. Und mich würde mal interessieren, wie ihr denn hier zu dem Thema PvP steht. Was sagt ihr denn? Hat euch das Spaß gemacht beim Zugucken? War das jetzt eher mäßig spannend oder ach hier, sag's doch einfach mal, oder soll ich es gar nicht mehr machen? Würde mich mal interessieren. Und dementsprechend würde ich einfach mal mir Gedanken darüber machen, wenn es euch gefällt, wie oft man das einbringen kann, wie es weitergeht hier in Neverwinter.
und sowas in die Richtung. Also, ich würde mich da über ein bisschen Resonanz jetzt auf jeden Fall mal freuen. Also, her mit den Kommentaren und her damit. Und ich hoffe, ihr schreibt mir auch mal ein bisschen was dazu. Später. Und ja, da ich jetzt sowieso langsam echt Hunger bekomme, weil ich hatte heute einen langen Arbeitstag und habe mich gleich in die Aufnahmen gesetzt und jetzt knurrt mir der Magen, werde ich jetzt einfach mal aufhören und mache vielleicht morgen weiter. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüssikowski für diese kleine PvP-Aufnahme und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Neverwinter mit mir, dem kleinen Juwi. Ich zeige gerade mit dem Daumen auf mich, aber man sieht's nicht, weil ich aufpassen muss, dass ich nicht so weit rausgehe. Also dementsprechend, bis dahin, ahoi, euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und ansonsten nicht vergessen, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, schön liken, das bringt uns allen was und so helft ihr uns auch rauszufinden, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und vor allen Dingen, vielleicht kommen ja noch ein bisschen mehr Leute dazu, die dann unsere Videos schauen und Spaß mit uns gemeinsam haben und auch vor allen Dingen mit euch. Denn Leben in einem Channel ist doch eigentlich das A und O auf YouTube, oder? Also, nehmt es euch zu Herzen. Wir sehen uns. Tschüssikowski.